Moin. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Ich möchte mir heute angucken Dura Vita Online. Dieses Spiel ist von einem einzelnen Entwickler am 5. Januar 2021 als Early Access veröffentlicht worden. Wird bei Steam stark kritisiert. Wollen wir mal gucken, was überhaupt hier mit diesem Spiel los ist. In den Options siehst du nur, was du alles für Tasten und Mausklicks für was nutzen kannst. Mehr gibt es da nicht. Ich werde mal ein neues Spiel starten. Enter your name. So, Start Adventure. Loading, please wait. Na, da wollen wir mal gucken, was das ist. Es ist also angelegt so als Open World Survival Spiel. Ob es diesem Anspruch auch gerecht wird, das werden wir gleich sehen. Aber man muss immer bedenken, es ist Early Access. Es ist damit für mich noch lange nicht fertig. Und gut, man kann es online spielen, so wie es aussieht, kostenlos. Wobei ich nicht weiß, ob ich mich jetzt mit dem Server verbinde oder was da passiert. Das wäre ja ganz schön zu wissen. Na, er lädt also immer noch. Gut, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches für ein Spiel, was eine offene Welt hat. Ein Kommentator hat geschrieben, dass er einige Anmerkungen gemacht hat. An den Entwickler und der gesagt hat, er wäre sehr kritisch und dann hat er nicht mehr geantwortet. So, das war also das erste Spiel. Ja. Gut. Hat sich was geändert hier? Nein. Dann machen wir nochmal ein Load a New Game. Start Adventure. Loading, please wait. So, wenn er jetzt auch wieder aussteigt, dann ist das Ding erstmal tot. Also andere haben anscheinend ja auch gespielt. Die sind da wenigstens reingekommen. Wenn das noch nicht mal klappt hier bei mir, dann doch, jetzt sind wir da. Wow. Was ist jetzt los? Welcome to Dura Vita Online. Jetzt. Werde ich das mal zumachen hier. Denn es scheint ja so zu sein. Also schlagen kann er nicht. Ne? Gehen wir erstmal raus hier. Denn ich habe ja Schaden genommen. Ja, ich drücke also wie verrückt die Maustaste. Und damit bin ich das erste Mal hin. Da sind sie wieder, meine besten Freunde von eben.
So, dann hauen wir da erstmal ab und gucken mal, was hier los ist, wenn das möglich ist. Gut, es wurde erzählt, dass alle Figuren gleich sind und so weiter. So, was können wir denn hier machen? F drücken geht gar nicht. Ja, was haben wir denn dann noch? Q, E, das ist Ausweichen und X rückwärts. Okay. Q, E und X ist also Ausweichen. W, A, S, D ist Laufen. Ja, das ist ja das Bekannte, was wir soweit kennen. Da oben steht schon wieder ein Viech. Da steht auch eins. Dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. Können wir hier irgendwas? F. Also die linke Maustaste nimmt er gar nicht. Ne? Wollte hier einen Busch mal pflücken. F. A. Also Bewegung. Die geht zumindest. So, dann gehen wir mal an den heran. Muss ich da drauf zeigen oder was ist los hier? Da ist ja so ein Punkt, der müsste ja eigentlich auch reichen. Ja. Aber der wehrt sich ja auch gar nicht. Der ist ja. Das ist ja total daneben. Sowas kann man nicht veröffentlichen. So, help. Das war jetzt help. Left Click. So, Left Click habe ich ja tausendmal gemacht schon. Naja, nicht ganz. How to loot. Also die Tilde funktioniert bei mir nicht. Das habe ich eben gerade probiert. Wenn auch nicht mal mit der linken Maus hier was zu machen ist. Und jetzt ist hier auch noch eine Verbindung da. Wenn ich hier drin bin, dann darf eigentlich da gar nichts passieren. Also das ist, so wie es aussieht, wirklich Murks. So, jetzt drücke ich nochmal linke Maustaste. So, passiert gar nichts. Wenn ich jetzt hier klicke, auch nicht. Ja, also damit ist. The Dodge has improved, aber ich kann hier mit der linken Maustaste gar nichts machen. Gehen wir mal ins Inventar. Das ist das Inventar. Toll. Super. Ja, nein. Das scheint das zu sein. Das ist gar nicht offen. Zu öffnen. P. Ach, hier, da kann man zumindest sehen, was er alles hier trägt. Ne? Gut, das ist also P gewesen. Dann probieren wir mal aus. O sind Abilities. Gut, das können wir knicken, da ist noch gar nichts drin. L, das sind Skills, Hand to Hand. Da ist noch gar nichts weiter. Skillbook. Aha. Das ist jetzt hier, Blade Weapon, bla bla bla. Gut, ein paar Ideen hat er ja gehabt, aber was nützt es mir, wenn ich mit der linken und rechten Maustaste hier nichts machen kann? Ne?
Oh, was war das denn? Warum kriege ich hier Physical Damage? Das würde ich gerne mal wissen. Da sehe ich überhaupt nichts. Ja, da ist irgendwas. Reagiert also so gut wie gar nicht. Der Mist. Das habe ich nicht gedrückt. Das heißt, da wache ich gleich wieder auf. So, gehen wir mal baden, ne? Das ist ja blöd, wenn man so seine Feinde nicht sieht, ne? Also. Sind da für Säcke jetzt? Ach, jetzt haben wir sie umgehauen. So, jetzt gucken wir mal, was ist denn das hier jetzt? Man da jetzt was finden? F. F zum Interagieren. Ah, toll. Hier war doch irgendwas mit Tilde. Ne. Ich drücke die Maustaste gar nicht. Oder schon noch einer was auszuprobieren. So. Welcome to the Holy Temple. How may I be of service today? Ich habe jetzt F gedrückt. Aha, da kann man jetzt also was annehmen. Ich habe jetzt, is there any work available? I have nothing for sale at the moment. Mhm. Great Church. If provides light without a torch. Have you heard any rumors? Yeah. To the northeast down at the valley, I heard undead are roaming it. Go back. Good. Quit conversation. To kill the guy in red. So, dann gehen wir da mal ins Inventar. Da ist nichts drin. Journal. Kann man nicht aufmachen. Dann gehen
Gehen wir mal in die Abilities rein. Da ist nichts weiter drin. Dann machen wir mal wieder zu. Die Skills. Attack Rating, Magic Skills. Physical Resist und so weiter. Skillbook. Also das steigt von unten nach oben. Da braucht man also Skill Points. 250, Add Skill. Blade Weapon. So. Was macht Vigor? Add Skill. Ah ja, die kann ich wohl vergeben, wa? Oder was Vigor? Geht nicht. Kann ich nicht. Power Attack wollen wir nehmen. Aber hier ist ja gar nichts mehr jetzt. Gehen wir da mal hin. Kann man auch nicht nehmen. Und blöd, Weapon 3 geht auch nicht. Ja. Axtkampf. Aha, das ging. Das ging nicht. Man kann also nur die grundlegenden. Holy Magic. Den kann man auch nehmen. Erdmagie. Den kann man auch nehmen. Feuer. Luft, Wasser, ach so, muss ich anklicken, dann geht's. Physik, jetzt Skill, so, Water, Feuermagie, haben wir nicht, jetzt Skill, Ehrmagie, ach, muss ich ja schon wieder hier. Jetzt fängt auf einmal Musik an hier. So, Erdmagie. Geht nicht. Unheilige Magie. Geht auch. Holy Magie, Heilige. Heilige Maria. Axtkampf hatte ich doch auch schon gesagt, ne? Das ist auch grün. Blunt Weapon. Blöd Weapon. Mal gucken. Die, kann man die auch nehmen? Ne. Da geht also jetzt nichts weiter. Wozu auch immer das noch gut ist hier alles. Tja, das nützen mir die ganzen Punkte, wenn ich sie nicht vergeben kann. Ja, so, das war jetzt das Skillbook mit K.
So. Was haben wir noch? Inventar haben wir ja immer noch nichts drin, ne? So, na gut. Gehen wir jetzt mal los. Das braucht aber, bis der mal zuschlägt. You have missed your target. Aber ich kann keine Steine sammeln. Mit F. Nix. Das nützt mir eine wunderschöne Umgebung, wenn ich hier nichts machen kann, ne? So, was haben wir hier? F. Gehen wir mal in die Holy Church rein. Hier, mal gucken, was da los ist. Da waren wir da drin. Nee. Doch, da waren wir drin. Mit F wird das hier nichts. So, Tilde, Mathilde auch nicht. Also, wie man so eine Sachen so vergeben kann. Also da war ich in der Heiligen Church, da komme ich also raus. So, gucken wir mal, was hier los ist. F. Ah, F geht. Mit F. Tell me about yourself. Gibt's nicht. Do you have potions, reagents, other items? Oh, ich sehe aber nicht, was ich hier habe. Gut, machen wir wieder zu. So, dann gehen wir wieder raus. F. Supi. So, dann haben die hier alle was zu verkaufen. Na, gucken wir mal. F. Tell me about myself, yourself, geht gar nichts. Bank. I would like to access my bank. Ah, is there any work available? So, was habe ich jetzt hier? Was habe ich davon? Also ja, jetzt kriegt er auch noch einige Wisch, weil ich das X gedrückt habe. Da. Ja, das ist ja wohl. Ich muss ich da drin. Aber ist gleich wieder weggeschoben. Ne, ja, diesmal ging's. Der Eingang oben oder was? Ja, sieht so aus. Ja, dann gehen wir hier mal rein. F. Steht auch nicht da, wo du bist oder irgendwas. Nix.
Aha. Lederhelm. Siehst du, mit X und dann kriegst du eine gewischt. Ja, das ist aber blöd. Da kann man doch wenigstens drüber schreiben, was das für ein Laden ist, ne? Der ist ziemlich leer. Da kannst du selbst ein Geschäft auch machen. Na denn. Auch nichts drin. Da kommst du nicht rein. Nö, nö, nicht. Das ist die Kneipe. Hey there, traveler. I've got food and ingredients. What you need? Well, what is there to tell? Name's Algar Wilson. I've been cooking for as long as I can remember, and I can't get enough of it. My pops taught me everything I know, God rest his soul. Anyways, enough about me. What can I do for you? I don't have any work at the moment. Have a look. Mit linker Maustaste kauft man, aber dann habe ich anscheinend kein Geld. So, jetzt kriegt ihr gleich wieder eine gewischt. Ne, diesmal nicht. Aha, jetzt habe ich auch mal F. Cookfoot. Ja, das ist doch schon mal was. F, ja, war klar. You have missed your target. Ich weiß nicht, was da immer angezeigt wird. Das ist wahrscheinlich für irgendwelche anderen. So, hier waren wir noch nicht drin. Lohnt sich auch nicht. Vielleicht kann ich das beziehen. Vielleicht kann ich mir das Haus nehmen, ne? Mal gucken. Schaufel, jetzt geht die Tür zu, du kannst nichts mehr sehen, das ist doch nicht zu fassen. Wow, eine schöne Axt hier, das würde ich wohl gerne haben wollen. Ja. Oh, schön. Hackel wäre gut, Schaufel wäre gut, aber alles nicht. Mal sehen, mit links. Shift links geht auch nicht. Nicht. Jetzt hat er wieder einen gewischt gekriegt. Tja, ich sag mal, ich müsste doch normalerweise wenigstens ein paar Gräser hier pflücken können. Ja, nix. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer.
Und gucken mal, was er denn hier hat. Was das für ein Laden ist. Welcome to my shop. Ach, da kann ich angeln. Ja. Ach. Habe ich Escape gedrückt. Jetzt kriegt er wieder eine gewischt. Ist noch keine Tür drin. Das war der Anglerladen. F. Also man kann hier nichts machen mit irgendwelchen Geschichten. Also, was ganz ehrlich sagen, so hätte ich das noch nicht auf den Markt gebracht. Der hat auch gar nichts zu zählen. Search for the books at the forest rat nest to the southwest. Okay, nehmen wir mal an. Where can I harvest trees? Ah, geht nicht. Quit Conversation, also das kannst du knicken. Ich würde ja gerne Trees harvesten, aber so. Dann gehen wir da nochmal runter. Items for sale, ein Punkt. Zack. So, jetzt will ich mal die hier, den Baum. Mit F, mal F ausprobieren. F. Was ist mit dir? Können wir dich ja pflücken hier? Also jeden dritten Schlachtenplayers. Das ist ja voll, das ist totale Grütze hier. Da fließt ein Bach, wunderschön, da ist ein Rehlein. So, ja, das können wir wahrscheinlich auch nicht machen hier. Auf einmal geht hier Licht an. Okay. Das kann man ja noch verzeihen, wenn wir die anderen Sachen funktionieren würden. F geht auch nicht. Mit F kann ich jedenfalls hier nichts machen. Dann suchen wir mal einen Stein. Hier ist auch ein Stein bestimmt, ne? Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. F.
FFFFF, nix. F, links. Ja, ach, toll. So, was haben wir denn noch hier? Skillbook hatten wir schon. Skills, L. Habe ich denn auch die Skills jetzt gekriegt hier? Ne. Ah, doch, Max Health habe ich. Mana. Strength, Dexterity. Ah. So, hier liegt doch ein Stein oder irgendwas, ne? Wir brauchen also Ewigkeiten, bis der mal reagiert. Na, da wollen wir mal gucken, was da oben noch ist. Irgendwas müssen wir doch mal schaffen hier. Irgendwas abbauen, das geht ja gar nicht hier. Hier, sowas ist doch prädestiniert in so einem Spiel. Ja. Und sowas auch. Tja. Ja, die will ich sammeln oder abbauen. So, jetzt habe ich C gedrückt zum Sitzen. Jetzt drücke ich nochmal C. Also das kann er jetzt. Ne, das ist so toll. Ja, also das reicht mir erstmal als Blick ins Spiel. Was haben wir denn jetzt hier für Options? Ach, da haben wir immer noch das Gleiche. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas... Ne? Ja. Ich habe ja überhaupt keine Items, da kann ich auch nichts splitten. Ja, help. Ja, das habe ich ja gemacht, was hier steht. These hotbars do not save between sessions at the moment. How to equip? Yeah, how to use item? How to craft? Hier mit der Tilde, das geht nicht. Left-Click, ja. Das habe ich ja gemacht, da kam ja erstmal gar nichts beim ersten Mal. How to interact. Pressing F on Doors und Merchants. Kannst ja also erstmal alles knicken. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn dir der erste Überblick gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Denk daran, du bewertest nicht das Spiel, sondern meine fantastische Fähigkeit, das zu bedienen. Und wenn es dir noch mehr gefallen hat, dann ist ein Abo natürlich eine schöne Sache für mich. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund. Tschüss.